Man sieht es ja auch an den Werten tatsächlich. Also wenn man hier jetzt sich das anguckt, was der Tape Jara für Werte hat, nachdem er jetzt auf Level 74 schon gelevelt ist, dann sieht man das ja auch, dass der schon sehr gute Werte hat. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Ascended, meine lieben Freunde. Ich habe tatsächlich in Ark Ascended da drüben mal einen roten Drop aufgemacht, habe ich mal offscreen gemacht, allerdings im Stream, also ohne Aufnahme, aber im Stream. Es gibt Zeugen dafür an der Stelle, nur mal ganz wichtiger Hinweis. Und in diesem roten Loot-Drop waren tatsächlich ein Kettsattel drin. Man glaubt es kaum. Der erste Loot-Drop, den ich aufmache, der rot ist. Es war der erste, den ich aufgemacht habe, der rot ist. Und es war gleich ein Kettsattel drin. Es ist der Wahnsinn. Und dieser Kettsattel, den habe ich in meinem Inventar. Und da gucken wir gleich mal rein. Das ist dieser Kettsattel. Fortschrittlicher Kettsattel mit einem Rüstungswert von 35,4. Das ist natürlich richtig nice. Hätte ich mir das ganze Gehassel mit den Perlen für den Kettsattel eigentlich sparen können, ja. So, dann legen wir den doch gleich mal an. Und den hier, den packen wir in die Reserve, würde ich sagen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Ark Survival Ascended reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die wir am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles findet. Genau, ich habe jetzt hier mal in der letzten Episode ja den Fabricator aufgebaut. Wir haben schon festgestellt, wir brauchen tatsächlich mehr Perlen. Und wir haben festgestellt, mit dem Ichti die Perlen zu sammeln, ist ein Ding der Unmöglichkeit fast. Weil man wird unter Wasser von so viel Viehzeug verfolgt. Und jetzt ist hier in der Nähe auch noch ein Alpha-Hai irgendwie unterwegs. Das wird es, glaube ich, einfach knicken können direkt. Das werden wir nicht hinkriegen, dass wir hier irgendetwas gefarmt kriegen unter Wasser. Es sei denn, wir zähmen uns vielleicht nochmal irgendwie ein stärkeres Wassertier oder so. Und mein Gott, sieht das geil aus. Mein Gott, sieht das geil aus, wenn man jetzt das Wasser hier so, die Sonne, wie sie da durch die Wolken scheint. Mein Gott, das sieht so geil aus. Oh Gott, das sieht so toll aus. Es sieht so schön aus. So, wir nehmen jetzt aber den Tape Jara, würde ich sagen. Wir gehen jetzt nochmal ins Schneebiom und suchen da nochmal Perlen. Ich glaube, das ist da etwas realistischer tatsächlich. Dazu muss ich mir allerdings mal meine Klamotten rausholen hier. Meine Stiefel. Ich habe jetzt ja nochmal bessere Stiefel bekommen hier. Bessere Schuhe. Und ich glaube, da brauche ich auch nicht unbedingt die Pelzhose. Weil die Stiefel machen, glaube ich, schon genug Resistenz. Und ich habe ja meine Kälteresistenz. Guck mal, das ist Kälteresistenz 130. Die anderen hatten, die wir vorher genommen haben, 62. Das ist nur die Hälfte gewesen. Aber warte, ich hatte die hier gehabt. 93, okay, gut. Ist immer noch 40 mehr fast. 35 mehr. Nicht ganz. Ja doch, ein bisschen mehr noch. Ist auf jeden Fall mehr, genau. Wir nehmen die Schuhe einfach. Ich glaube, das reicht. Wie viel hat die Hose? Ja, obwohl, die hat 134. Ja, komm, wir nehmen sie sicherheitshalber mal noch mit. Mal gucken. Und ich habe Essen auch noch mal gebraten, dass wir auch uns hochheilen können. Ja, und dann dachte ich mir, werden wir auch natürlich noch mal was zähmen, definitiv. Aber jetzt ist gerade hell. Jetzt würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit mal, gehen ins Schneebiom und sammeln mal noch ein bisschen Zeug. Ich ziehe mal schon die Stiefel einfach schon mal an jetzt, genau. Damit ich das nicht vergesse. Dann können wir ja mal gucken, wenn es ausreicht mit den Stiefeln. Weil im Schneebiom ist es tagsüber halt deutlich wärmer als nachts, ne? Nachts ist kälter als draußen und so, da muss man ein bisschen aufpassen. So, dann tingeln wir mal darüber und die Drops, die wir vielleicht unterwegs noch sehen, die wir da jetzt finden, die können wir ja dann auch noch aufmachen mit dem Tape Jara, das ist ja kein Problem. Ich habe übrigens da, ihr seht es auch, eine violette Axt und eine blaue Spitzhacke. Das Zeug ist tatsächlich auch in einem Loot-Drop drin gewesen, der war allerdings direkt an meiner Base. Das war ein violetter Loot-Drop, glaube ich, tatsächlich. Und ja, also ich sag mal so, ich kriege schon ziemlich viel High-Level-Zeug von den Loot-Drops, wo ich eigentlich auch gar nicht mehr so dringend jetzt, also viele Sachen auch gar nicht farmen muss unbedingt, weil ich meine, ich kriege eigentlich schon geile Ausrüstung. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch eine Frage der Zeit. Man muss natürlich das dann auch aufmachen immer regelmäßig und auch die Dinger ein bisschen auch im Auge behalten, ob einer gerade da ist oder nicht und so. Aber das ist ja easy, das geht ja im Vorbeigehen. Also ich muss mir eigentlich nicht mal bestimmte Ausrüstungen herstellen unbedingt. Ich krieg das einfach aus den Drops. Das ist halt auf dem Schwierigkeitsgrad auch einfach halt ziemlich krass, was man da auch rausbekommt, ne? Einer hat in den Kommentaren geschrieben,
Ich soll doch darüber nachdenken, unbedingt wieder auf den Schwierigkeitsgrad schwer zu wechseln, damit ich Level 90 und 100er Tiere bekomme irgendwann, damit ich richtige High-Level bekomme, die richtig krasse Werte haben. Ich muss an der Stelle nochmal das korrigieren, denn das ist ein Denkfehler. Auf dem Schwierigkeitsgrad leicht verändert sich nur die Skalierung. Das heißt, ein Level 20er im Schwierigkeitsgrad schwer ist nicht dasselbe wie ein Level 20er im Schwierigkeitsgrad leicht. Ein Level 20er im Schwierigkeitsgrad leicht, der gezähmt wird und dann geskillt wird und dann so wie der Tape Jara hier jetzt auf Level 74 ist, der kann teilweise sogar bessere oder ähnliche Werte haben wie ein Level 90er im schweren Schwierigkeitsgrad. Aber die Werte sind trotzdem gleich. Oder besser gesagt, die Zahlen sind einfach niedriger, aber die Werte sind gleich. Das ist halt einfach ein Unterschied. Der einzige Unterschied, der da besteht, ist, erstens, es geht schneller mit dem Zähmen. Man braucht weniger Ressourcen beim Zähmen. Es geht schneller und es dauert nicht so lange. Ich sehe es nicht ein, dass ich auf einem Schwierigkeitsgrad schwer für einen Level 90er, der dieselben Werte hat wie ein Level 74er auf Schwierigkeitsgrad leicht, sehe ich nicht ein, warum ich da 5 Stunden daneben stehen muss. Das ist ja ein ganzer Livestream. Und ich sag's mal so, ich möchte die Tiere schon innerhalb einer Episode vom Let's Play gezähmt kriegen. Also 45 Minuten bis 50 Minuten maximal. Weil ich euch ja auch irgendwie das auch zeigen möchte komplett. Und das kann ich halt nicht. Da muss ich halt haufenweise Material rausschneiden, was auch einfach sinnlos ist. Und die Lebenszeit, die dabei drauf geht, jetzt sitze ich hier die ganze Zeit rum und führe Selbstgespräche, das ist die Chaos-Theorie. Die Lebenszeit, die dabei drauf geht, die ich nie zurückbekomme, während ich neben einem Tier stehe und warte, dass es gezähmt wird, sehe ich nicht ein. Für nichts eigentlich, für keinen Unterschied in dem Sinne. Also das ist vielleicht bei Multiplayer-Projekten dann noch relevant irgendwie, dass man da einen bisschen besseren Vergleich hat, wenn jetzt ein Team beim Zähmen früher angefangen hat und dadurch einen Giga schneller kriegt oder was weiß ich. Da macht das vielleicht einen signifikanten Unterschied, aber in einem Singleplayer-Projekt ist das Jacke wie Hose, wie lange es dauert. Da ist es für mich dann eher wichtig, dass ich als Let's Play dann vernünftige Folgen habe, die überschaubar lang sind, wo ich nicht irgendwie haufenweise Leerlaufmaterial drin habe. Das ist mir dann wichtiger tatsächlich. Aber könnt ihr natürlich auch schreiben, wie ihr das seht, ne? Ich finde das immer interessant, diese Ansichten. Aber alleine die Tatsache mit den Werten und den Leveln, das ist tatsächlich ein Trugschluss, ja? Also das stimmt nicht. Das muss man wirklich mal sagen an der Stelle. Nur weil es jetzt hier im Schwierigkeitsgrad leicht ein Level 20er ist, heißt es nicht, dass der schlechte Werte hat. Man sieht es ja auch an den Werten tatsächlich. Also wenn man hier jetzt sich das anguckt, was der Tape Jara für Werte hat, nachdem er jetzt auf Level 74 schon gelevelt ist, dann sieht man das ja auch, dass der schon sehr gute Werte hat. Und dass der auch tatsächlich schon kampffähig ist auch mit den Werten. Also der kann jetzt theoretisch ist auch schon mit dem ein oder anderen Tier locker aufnehmen. Also ein Raptor sollte schon überhaupt kein Problem mehr für den Tape Jara sein zum Beispiel, ja. Mir ist das auch einfach zu langwierig. Das ist halt so der Punkt. Mir ist es einfach zu langwierig. Und dann verliere ich auch den Spaß an Ark wieder, wenn ich da irgendwie dann 5 Stunden da stehe, ein Tier zähme. Und dann stirbt das aus irgendeinem blöden Grund wegen Ark halt, weil Ark halt Ark ist. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann habe ich die Schnauze voll wieder von Ark. Und dann höre ich wieder auf, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ja, und das macht ja für euch dann auch keinen Sinn. Der Sinn kann ja nicht sein, dass ich dann am Ende rausgehe und keinen Bock habe. Das ist so ein bisschen auch der Punkt, ja. Da ist ein roter Drop da drüben. Da ist noch ein Titano. Der fällt vom Himmel. Ob die Gigas auch vom Himmel fallen können? Ich hab Angst. Was ist das da gewesen? Gott. Okay, ich war hier, glaube ich, noch nicht. Also, im neuen Ascended war ich hier im Zentrum noch nicht. An diesem Übergang. Aber kann es hier auch Perlen geben, theoretisch? Hier könnte es vielleicht Biber geben. Ich weiß es gar nicht mehr. War das nicht sogar hier ein Biber-Spot irgendwie? Ist der Drop schon unten? Ich glaube, der ist schon unten. Müssen wir mal vorsichtig gucken, ob da was ist. Ich lande erstmal hier drüben, wo ich ein bisschen in der Sicht habe. Auf die ganze Situation. Ich habe da, glaube ich, schon wieder irgendwie einen Jutyrannus gehört oder so. Da müssen wir aufpassen, dass der mich nicht... Dass der nicht meine Tiere mit Angst erfüllt. Wenn ich jetzt hier lande. Mein Tape Jara. Was ist das da unten? Das könnte ein Baryonyx sein. Wer ist hier im Wald? Ist hier jemand? Boah, der rote Drop sieht so krass aus.
mal ganz kurz sitzen bleiben, ob irgendwas Gefährliches kommt. Nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Okay, geil. Zu lange gewartet. Hervorragend. War ich wohl zu vorsichtig. Das ist immer der Haken. Aber das ist schon ganz schönes Pech jetzt gewesen, ey. Der Drops ist gelutscht. Ja, auch schön. Ist auch ein Highlight. No, das ist Mundraub. Das kann doch nicht wahr sein. Erst mundwässrig machen und dann... Aber ich meine, dann habe ich wenigstens nochmal einen Spot, der relativ leicht abzähmbar, sage ich schon, abgreifbar ist, wenn man... Das geht, sieht jetzt nicht so gefährlich aus, da der Punkt. So, na gut, dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir jetzt noch ein paar Perlen finden. Idealerweise ohne irgendwie zu sterben. Dafür bist du nicht gestorben, das stimmt. Es hätte auch anders kommen können. Es hätte schlimmer kommen können. Viel schlimmer. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich höre ständig den Newtyrannus brüllen. Das gefällt mir nicht. Das ist auch gerade eine echt schlechte Sicht hier im Schneebiom. Sag mal, können diese Perlen eigentlich auch hier oben liegen? Nee, ne, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wo die überall gelegen haben, ehrlich gesagt. Mich hat diese letzte Tour mit den Perlen hat mich voll verwirrt. Seitdem bin ich voll verunsichert, wo die liegen können und wo nicht. Was ist das? Newtyrannus? Nee, ist ein normaler T-Rex, oder? Nee, das... Ich kann es nicht erkennen. Ich habe aber trotzdem Angst. So, warte mal. Mal gucken. Ist hier was? Biberdämme. Ja, ich habe, wie gesagt, nicht genug Biberdämme gesehen bisher. Ich glaube, das lohnt sich mit Biberdämmen tatsächlich nicht so. Weil, also ich finde keine. Selbst in dem einen... In dem einen See, wo normalerweise immer welche drin waren, waren keine drin. Und deswegen sage ich, dass, das ist wahrscheinlich dann nicht so produktiv. Zumal ja auch in den Biberdämmen immer nur eine geringe Menge Perlen drin war. Meistens ist ja eher Holz und Zement drin und nur immer so ein paar Perlen. Ich weiß nicht, das bringt glaube ich nichts. Was wir brauchen, sind diese abfarmbaren Perlenknubbel, die man hier immer so am Rand vom Schneebiom... Da hinten ist ein Newtyrannus. Vorsicht, Vorsicht. Weg, weg, weg. Abstand halten. Ob es dedizierte Server... Ich kenne mich mit den Servern hier nicht aus. Die Situation mit den Servern ist mir hier furz egal. Irgendwer meinte, es gibt nur lizenzierte Nitrado-Server irgendwie. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Kein Plan. Weil die da irgendwie einen Deal mit Nitrado gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ist das hier zufällig? Warte mal. Nee. Es ist echt schwer geworden mit den Perlen, ey. Das haben die echt, das haben die echt schwer gemacht. Weiß jemand, warum ich die Frame Generation nicht anschalten kann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warte mal, da drüben hat man neulich unsere Perlen abgegriffen. Sind die zufällig nachgespawnt wieder? Nee. Ach, schade. Sind noch nicht nachgespawnt. Das braucht natürlich auch alles immer so lange, um dann wieder aufzutauchen. Flieg mal weiter Richtung Westen, wo die ersten Eisschollen sind. Da waren bei normalen Ark immer welche drauf. Richtung Westen. Warte mal, was meinst du jetzt damit Richtung Westen? Ach, nach links, zu den ersten Eisschollen. Ja, ja, das ist hier, ne? Das Problem ist, hier sind keine mehr. Also, ich habe hier schon welche gefunden, aber das waren irgendwie hier zwei, drei. Und die sind jetzt aber schon weg, weil ich die schon abgefarmt habe. Die sind anscheinend noch nicht nachgespawnt. Ich versuch's mal hier drüben nochmal. Vielleicht ist hier noch was. Ich glaube, da war irgendwo noch eine. Ja, ansonsten müssen wir uns halt doch mal trauen, mal ein Wassertier zu zähmen. Nochmal eins, was ein bisschen mehr kann als ein Ichthyosaurus. Und müssen das dann mal mit dem Wassertier mal machen. Weil anscheinend, also wir haben ja bei der letzten Tour mit dem Ichthy, da hatten wir ja unter Wasser an einer Stelle irgendwie zwei oder drei so Perlenknubbel nebeneinander direkt gefunden. Bloß, ja, wie das halt so ist, unter Wasser halt, ne? Ist halt schwierig. Ist halt gefährlich. Ist halt arg gefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mach mal schnell. Ich habe ja eine geile Spitzhacke.
Ja, es sind halt auch nur 10 immer, ne? Das ist auf dem Gigaberg oben eigentlich ein bisschen geiler als das hier. Das sind hier nur homöopathische Dosen. Das lassen wir mal lieber. Das ist es nicht wert. Wir müssen nur mal gucken, ob es hier noch irgendwie. Ich brauche nur so 2, 3, dass man ein paar Electronics machen kann. Dass ich mir wenigstens einen Generator bauen kann. Das wäre halt schon mal ganz geil eigentlich. Da hinten, oder? Warte mal. Ich glaube. Das ist hier eine, glaube ich. Ja, doch, doch. Oder? Schnell mal. Ja! Ja, nice, okay. Sauber, okay. Das ist aber auch schwer zu erkennen. Da ist noch eine, da ist noch eine. Das ist aber auch schwer zu erkennen, wenn die dann auch noch eingeschneit sind, ey. Wenn die dann auch noch eingeschneit sind, erkennt man sie irgendwie noch viel schwerer. Da sehen die aus wie normale Steine, ich sag's euch. Aber jetzt haben wir ja schon mal 2 Stück. Das ist schon mal gut. Dann, warte, hier war, glaube ich, noch. Da war noch eine. Aber da muss ich mal gucken, wie ich da rankomme, ohne dass ich von irgendwas gefressen werde unter Wasser. Ich sehe da nämlich auch schon wieder irgendwas im Wasser, was mir nicht gefällt, ey. Warte mal, wie stelle ich mich. Ich kann mich hier hinstellen mit dem Tapejara. Ja, da muss ich ja auch wieder rankommen. Und dann von Eisscholle zu Eisscholle schwimmen, vielleicht. Warte mal, ich steck mal dem Tapejara erstmal das Zeug rein, dass es erstmal gesaved ist. Kann ich in das Wasser überhaupt rein, ohne zu erfrieren? Ist die andere Frage. Scheint erstmal zu gehen halbwegs. Ja, warte mal, gib mir mal noch die Fellhose noch. Vielleicht hilft das noch ein bisschen besser gegen den Verlust. Kannst du keine Leitern bauen? Doch, Leitern bauen kann ich, ja. Das nützt mir noch nicht so viel. Jetzt habe ich gerade irgendwie so Nautica Below Zero Vibes hier gerade, ey. Genau, geh mal auf die Scholle rauf und da drüben, genau, wenn ich jetzt hier einfach auf den Schollen bleibe, dürfte mir nichts passieren eigentlich. Nice, guck mal, siehst du, jetzt haben wir knapp 60 von den Dingern. Mehr brauchen wir auch, glaube ich, erstmal nicht. Es ging ja nur darum, dass wir erstmal genug haben, um Electronics zu machen. So, wir haben, ich speichere, glaube ich, gleich mal direkt. Ich muss tatsächlich doch ab und zu mal speichern, weil es gibt nicht viele Crashes für mich momentan in Ascended. Aber wenn es einen gibt, dann ist er meistens sehr unerwartet. Dann kommt er meistens an der Stelle, wo man nicht damit rechnet. Und deswegen ist es schon gar nicht so schlecht, ab und zu mal ein Safe zu machen. So, jetzt fliege ich noch einmal hier um diese Eisscholle drumherum und guck mal, ob ich da irgendwo... Da ist noch was, anscheinend. Da ist noch eine, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Die sind so ein bisschen so kupferfarben, die Dinger. Nice, nice. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung erstmal. Solange wir kein vernünftiges Wassertier haben, ist das, glaube ich, die einfachste Lösung. Du wirst noch mehr brauchen. Ja, ja, ich versuche ja jedes Ding mitzunehmen, was ich hier finde. Hier auf den Eisschollen sieht man sie wenigstens. Da hinten, da im Inland, da habt ihr ja auch gesagt, in die Flüsse rein und abgreifen. Ja, das Problem ist, da sieht man die Dinger überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht erkennen, was da eine Perlendings ist und was ist ein normaler Stein. Ey, das kannst du überhaupt nicht unterscheiden mehr. Das war früher viel einfacher. Die Dinger waren früher weiß, komplett, und haben geglitzert. Und da konntest du die immer schon von Weitem sehen. Du wusstest immer sofort, wo du die bekommst. Und hier jetzt in dem Ding, da siehst du das ja teilweise gar nicht. Selbst wenn die hier auf der Eisscholle sind, ist es manchmal sogar schwer. Wenn die da komplett mit Schnee bedeckt sind oder so und dann so ein bisschen tiefer liegen, dann siehst du die teilweise auch schon gar nicht mehr. Das ist schon echt krass. Das ist der Haken, wenn die Grafik immer realistischer wird, dann sind die Objekte, die du farmen kannst, sehen irgendwann auch immer realistischer aus und haben immer weniger so markante Dinge, die man erkennen kann. Woran man sie dann erkennt, dass man sie dann farmen kann, dass man sie finden kann. Das ist schon nicht so ohne, ja. Aber das Eis sieht geil aus. Gletschereis. Das Bärchen muss uns das erst töten. Was muss ich töten? Ich muss jetzt Perlen sammeln. Noch einmal. Mann, sieht das geil aus. Mann, sieht das geil aus. Ach, es sieht so geil aus, meine lieben Freunde, es sieht so geil aus. Es sieht so absolut geil aus. Nicht schlecht. Da oben ist eine Explorer-Note. Die müssen wir aber mit dem... Oh, da unten sind Rochen im Wasser. Okay, hier nicht ins Wasser gehen. Definitiv nicht ins Wasser gehen, Spielbär.
Rochen sind echt beschissen, wenn man auf die trifft. Im Wasser. Alleine. Aber ich sehe auch keine Perlen, also von daher surreal. Sah aus wie eine Höhle inmitten einer Bärenhöhle. Was? Achso, für was man Perlen braucht, ist die Frage. Na, für Electronics halt, ne? Also man muss halt, wenn man einen Generator bauen will, um Strom zu erzeugen, da braucht man Electronics. Und die Electronics, die kann man nur herstellen, wenn man Perlen und ich glaube, ich weiß nicht, noch irgendwas anderes zusammenmanscht im Fabrikator und dann kommen da Electronics bei raus. Man kann es nicht mehr unterscheiden, weil da ist halt Schnee drauf oben. Man kann es nicht mehr optisch unterscheiden. Ich probiere jetzt einfach mal. Also, für mich sieht es so aus, als wäre dieser Stein hier ein Perlenstein. Nein, ist er nicht. Okay. Der ist auch keiner. Okay. Diese kann man nicht mehr erkennen irgendwie. Kannst vergessen. Kannst du knicken. Also, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Das wäre ein reines Glücksspiel hier. Da müssen überall Perlen sein. Ich habe gerade versucht, welche aufzuheben. Es klappt nicht. Schneeschippen, ja. Im Wasser. Ja gut, im Wasser. Das ist so eine relative Sache mit Wasser, ja. Waren die nicht aber früher auch so ein bisschen an Land auch? Oder spinne ich jetzt? Warte mal ganz kurz. Ich lande mal hier. Das sieht relativ safe aus jetzt. Ich lande mal hier und guck mal, ob da so halbwegs im Wasser irgendwas ist. An Perlen. Es muss ja irgendwo mal was sein. Da müssen überall welche sein, wurde gesagt. Also hier ist nichts. Ich sehe auch nichts, was nach Perlen aussieht. Davon mal abgesehen. Ich sehe nichts. Ich sehe keine einzige. Ich sehe aber auch nur 5 Meter gefühlt und mehr sehe ich halt auch nicht. Ne? Das ist halt so das andere Problem. Was ist das hier? Ah. Ah, hier. Das war eine. Da war. Aber hä? Wo denn da? Okay, keine Ahnung. Ich habe einfach E gedrückt, weil ich dachte, der Stein wäre es. Aber es war nicht der Stein. Es war was anderes. Keine Ahnung. Okay, da sind anscheinend welche. Aber ja, wie gesagt, es ist echt schwer, das jetzt zu erkennen, ey. Früher war das einfacher. Früher war alles besser. Warte mal, hier glaube ich, oder? Ist das hier? Das sieht aus wie eine. Das könnte eine sein. Warte. Nee. Okay. Ist sie nicht. Ich laufe einfach hier so rum. Die war jetzt aber relativ weit oben eigentlich, die eine, die ich da gefunden habe. Okay, ist echt merkwürdig. Aber wir haben jetzt, wie viele haben wir jetzt? 97. Das sind ja fast 100. Ja, ich sag's mal so, dann sollten wir nehmen, was wir kriegen und sollten vielleicht wieder zurück. Warte mal, ist das hier zufällig noch? Mann! Weg, 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 weg. Was ist das? Die haben das Dimorph. Alter, das sind die Hunde, glaube ich, sind das. Oh, warte, hier ist, glaube ich, eine. Okay, ich probiere es mal hier mit dem Ding. Nein. 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 Okay, das sind Steine. Nee, keine Ahnung, wie gesagt, ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich kenne das auch nur, dass sie tief unter Wasser liegen in Caves. Ja, nee, nee, die gibt's auch woanders. Wie gesagt, die gab's früher im Schneebiom. Also, das Ding ist, ich weiß auch nicht mehr genau, wie weit die im Wasser waren früher, aber die waren relativ ufernah eigentlich früher immer im Schneebiom. Nur das Ding ist, du konntest die halt besser sehen, weil die waren weiß und haben geglitzert. So. Jetzt sind sie standardmäßig irgendwie so kupferfarben braun, also unterscheiden sich kaum von den Steinen. Und dann liegt noch Schnee drauf, wenn sie halbwegs so ein bisschen an Land liegen. So. Das heißt, du siehst da weder irgendwas glitzern, noch siehst du da eine bestimmte Farbe, die sich groß unterscheidet vom Rest. Das ist halt das, was es so schwierig macht jetzt. Aber egal, wir nehmen jetzt die 97, die wir da bekommen haben. Das reicht mir jetzt erstmal. Es geht ja darum, dass wir erstmal so ein paar. Ah, nee, stimmt. Moment. Haha, ich habe Quatsch erzählt. Es geht nicht um die Electronics. Spielbär, mach jetzt bloß keine Electronics aus deinen Perlen. Du musst eine Taucherausrüstung machen, bevor du das machst, Spielbär. Spielbär. Spielbär, bitte. Bitte tu jetzt keinen Blödsinn. Rede mit dir selbst in der dritten Person und impf dir ein, dass du jetzt keinen Blödsinn bauen darfst. Definitiv nicht. Das heißt, es geht unter. Genau deswegen muss ich nämlich die Taucherausrüstung machen, damit ich länger unter Wasser bleiben kann. Wenn ich jetzt die Taucherausrüstung nicht mache, dann kann ich wieder nicht so lange unter Wasser bleiben.
Wir hoffen genau auf das Gegenteil. Natürlich hofft ihr genau auf das Gegenteil. Natürlich! Was auch sonst? Ich habe aber mit nichts anderem gerechnet. Mir ist heiß, ich weiß. Ach ja, stimmt, ich habe ja noch die Fellrüstung an. Warte. Sekunde. Ausziehen, ausziehen. Super, so, jetzt ist mir nicht mehr heiß. Ich bin auch heiß, aber mir ist nicht mehr heiß. Wir können das ja immer wieder in den Chat schreiben. Immer wieder Taucherausrüstung, Taucherausrüstung, Taucherausrüstung. Ich fliege mal über den Redwood drüber. Ich hoffe einfach mal jetzt, dass ich nicht gegrabt werde von irgendeinem Thylacoleo. Ich weiß, ihr hofft auf das Gegenteil. Ist mir schon klar. Ist mir alles bewusst. Aber ich glaube, oben an den Spitzen von den Bäumen sitzen die normalerweise nicht. Die sitzen immer entweder in den Wipfeln so drinne oder unterhalb. Und jetzt kommt gleich so eine Katze hochgesprungen und grabt mich einfach eiskalt runter. Das wäre so lustig. Und zack, weg. Ja. Ich meine, prinzipiell können sie natürlich so weit oben spawnen, wie der Baum halt eine Hitbox hat zum Drankleben, ne? Also, das ist, müsste man jetzt mal ausprobieren, wie weit oben man sich dran dängeln kann. Allerdings müsste man das wahrscheinlich mit dem Thylacoleo ausprobieren und nicht mit dem Tabejara. Ich weiß nicht, da ist die Mechanik ja wieder auch ein bisschen anders. Aber ja, der Redwood sieht schon geil aus, ne? Von oben auch. Von unten sieht das bestimmt auch echt krass aus da drin, ey. Da müssen wir uns irgendwie mal nochmal trauen, dass wir da mal reingehen auch. Das machen wir alles noch. Aber ja, kommt Zeit, kommt Redwood, sage ich da nur. Weil ich glaube, da braucht man schon auch nochmal ein bisschen besseres Equip. Da wirst du ja sonst ständig von irgendwas umgebracht. Also, keine Ahnung, da brauche ich mindestens eine Metallrüstung, würde ich sagen. Wenn ich in Redwood gehe. Ich muss das aus der Nähe sehen, zu viel Nebel. Ja, der Nebel, die Nebelbänke sind halt auch ziemlich spannend auch, ne? Das ist, ich finde die Nebelbänke gar nicht mal so schlecht. Das ist auch so ein Gameplay-Element jetzt. Ich finde das geil, wie die Natur einfach jetzt auch so zum Gameplay-Element geworden ist. Mit dem hohen Gras, wo die Tiere nicht zu sehen sind. Den Bäumen, wo auch selbst große Tiere nicht zu sehen sind, weil man nie weiß, was ist da jetzt eigentlich genau im Wald. Früher hat man das immer irgendwie noch gesehen, was da rumläuft. Ja, weil da war auch jetzt das Blätterdach nicht so wahnsinnig dicht. Also das war auch eine dichte Vegetation, aber nicht lange nicht so krass wie jetzt. Und da konnte man immer noch so ein bisschen eine Lücke finden, wo man dann reingucken konnte irgendwie. Da hinten ist ein Anus. Da konnte man immer irgendwie noch in irgendeine Lücke noch reingucken. Und jetzt mittlerweile kannst du eigentlich nichts mehr erkennen. Nur noch so ein Gewackel halt, wenn sich die Pflanzen halt bewegen. Dann weißt du, da ist irgendwas. Aber so richtig genau wissen, was da ist, kann man jetzt nicht mehr. Und auch der Nebel, wenn dann plötzlich so eine Nebelbank vorbeikommt und du bist genau drin. Das ist natürlich dann auch spannend, ja. Da bist du im Nebel und kannst nicht sehen, was da ist. Und du kannst wirklich nur so eine Handbreit weiter gucken und dann ansonsten siehst du nichts. Redwood-Touren, jetzt zum halben Preis. Rückfahrt not included. Achtung, Auster. Ja, das habe ich schon gesehen. Alles gut. Da habe ich drauf geachtet. Das habe ich alles auf dem Zettel jetzt. So, da machen wir uns mal eine Taucherausrüstung. Hoffentlich ist mein Ichti noch am Start. Guck mal, da unten ist auch ein Ichti. Hä, das ist ein beknackter Ichti, der schwimmt nur im Kreis. Wisst ihr, was jetzt lustig wäre? Wenn jetzt eine Möwe kommen würde und mir die Perlen klaut. Wäre so lustig, würde ich mich so weglachen. Oder ein Pegomastax. Einfach zack und weg. Boah, würde ich so ausrasten. Aber das wäre so arg. Das wäre so arg. Das wäre so typisch arg, wäre das. Es gäbe keinen argigeren Move als diesen. So. Wir hoffen. Ja, ja, ich merke schon, ihr hofft. So, hier. Landen und jetzt schnell das Zeug rüber schaffen. Oh, wieso seid ihr hier alle im Weg, verdammte Scheiße. Rein. Warte, hier. Erstmal speichern, Spielbär, speichern, speichern. Ganz wichtig. Nein, wo sind meine Perlen? Nicht euer Ernst. Habe ich die jetzt noch im Tabejara drin? Boah. Mann. Ganz kurzen Schreck gekriegt. Ganz, ganz kurz war ich geschockt. Dachte schon, hier ist jetzt Holiday on Ice. So, was brauche ich? Genau, Metall war es, glaube ich, noch. Alter, bip, 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 Spielbär, Spielbär, Spielbär. Nicht Electronics. Ich brauche Fasern. Ich brauche Zement. Ich brauche Keratin. Ich brauche Leder. Okay, Keratin weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da müssen wir, glaube ich, nochmal losziehen, tatsächlich.
Tralalala, tralalala. Okay, hier ist schon mal nichts dergleichen. Ich glaube, Zement müssten wir aber noch haben. Ja, genau, hier. Fasern haben wir auch. Chitin und Keratin. Da haben wir natürlich gar nichts mehr, ne? Okay, na gut. Die Brille haben wir schon tatsächlich. Die hatte ich jetzt gefunden. Die habe ich auch schon in den Schrank gepackt. Weil die können wir auch gleich mal... Hier war noch, oder? Hier war... gut, damit können wir nicht viel anfangen. Die Brille hatte ich doch... Hatte ich die nicht gerade? Warte mal. Die hatte ich noch irgendwo... Da, genau. Die habe ich hier in den Schrank gepackt. Die nehmen wir mal gleich schon mal raus und packen die mal einfach schon mal hier rein. Damit wir wissen, dass wir die Brille schon haben, dass ich die nicht nochmal mache jetzt aus Versehen. Ah ja, genau. Das Hide kann auch gleich noch mit rein. Ist jetzt zwar nicht viel, aber egal. War hier jetzt noch irgendwas, was uns noch hilft bei der Aktion, dass wir uns eine Taucherausrüstung machen? Hide. War hier noch Hide? Nee, Hide. Okay, also wir brauchen Hide und Chitin. Die zwei Sachen. Definitiv. Den ganzen anderen Schnodder haben wir alles. Im Tapet Jara sind noch 21 Chitin. Oh, gut beobachtet. Stimmt, damit hatte ich mal ganz kurz ein paar Insekten getötet. Dann packt man die auch gleich mal jetzt rein noch. Kann ich denn schon jetzt was machen damit? Oder ist jetzt immer noch zu wenig? Ah ja, die Fasern noch. Ich kann... Die Flossen könnte ich jetzt machen. Ich könnte... Ah, Polymer brauchen wir auch noch. Da müssen wir mal gucken. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Warte mal, Verbundmaterial. Obsidian und Zement. Da brauchen wir auch wieder Zement dafür. Okay, also wir brauchen Zement, wir brauchen Chitin, so oder so. Oder ich gehe an die Jobs und hoffe, dass ich... Manchmal sind in den Jobs auch... Ist auch Chitin drin, manchmal. Das könnte noch eine Idee sein, dass wir mal uns die Jobs noch genauer angucken. Da gehen wir nochmal los schnell. Ist hier gerade einer? Nee, hier ist gerade keiner. Mal gucken, da drüben ist ein grüner. Da könnte tatsächlich Chitin drin sein. Was ist das für ein Sattel? Procoptodon. Was war denn Procoptodon nochmal? Egal, ich nehme das einfach mal alles. Aber so richtig lohnenswert war das jetzt nicht. Aber manchmal ist da auch Chitin drin tatsächlich. Ich habe auch schon meine größten Chitinmengen, meistens so 50 bis 70, habe ich aus Drops rausgeholt tatsächlich. Das Känguru. Ach, das war das Känguru. Ah, ja, stimmt. Procoptodon. Ich war gerade ganz woanders mit dem Gedanken irgendwie. Stimmt. Das verdammte Känguru war das. Das war... Hä, gibt's das hier überhaupt? War das nicht nur auf Scorched Earth? Nee, Moment, das war... Nee, doch, das gab's hier, aber das gab's beim Vulkan, glaube ich, in dieser Vulkanebene. Wenn mich nicht alles täuscht. Da war, glaube ich, das Känguru unterwegs. Ja, ja, okay, okay. Alles gut, alles gut. Ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Es fällt mir wieder ein. Zwei Kanos. Haufenweise Raptoren. Ja, hier war so eine Fleischfresser-Nische irgendwie in dieser Klippe. Da waren immer viele unterwegs. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. So, wir müssen aber entweder Insekten töten. Oder wir müssen Drops aufmachen, wo Chitinkram drin ist. Ich guck mal in den blauen da rein. Der blaue ist meistens auch ganz ergiebig, was das angeht. Hoffentlich hier jetzt nichts Gefährliches. Sieht aber erstmal nicht so aus. Wir haben leider kein Chitin, aber Bolas sind drin. Und Kristall. Und, oh, Räucherfleisch auch. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Warte mal, wir legen mal ein bisschen was im Tapet Jara ab. Den Sattel brauchen wir nicht, die Pflanzen hier auch nicht. Und das ganze Zeug, was vergammelt, das legen wir mal auch in den Tapet Jara, weil der hält das einfach auch länger. Was sind sie? Ah ja, das war der Känguru-Sattel. Die Bolas sind ja gar nicht schlecht. Ja gut, wie, ja, ich brauche sie halt eigentlich nicht. Ich kann sie mir selber machen, aber egal. So, warte mal, jetzt müssen wir mal hier gucken. Auf der Ebene sind gerne mal ein paar Insekten unterwegs. Da kann man immer mal ganz gut welche töten. Ja, siehst du? Oh, was? Ah, da. Gleich aufessen. Jawohl. Ja, sehr gut, sehr gut. So wollen wir das haben, genau. Ich glaube, ich hab sie alle. Nice. So, da müssen wir jetzt nur noch, wie viel? 19. Okay, wenn ich bei jeder Fuhre Insekten 19 Dinger bekomme, da müssen wir jetzt schon noch mal so 5 Mal das machen, wahrscheinlich. Mindestens. Wahrscheinlich, lass es eher 10 Mal sein. 10 von diesen Insekten. Was ist das? Ein Affe! Oder? Nee, es ist ein Lystro.
Du hattest zu Ostern mal einen Skin, der aussah wie ein Hase. Für das Känguru, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann, das ist auch so lange her, ey. Nein, der Titano hat sich entbuggt. Der war da so schön festgebuggt. Jetzt hat er sich entbuggt. Das finde ich nicht gut. Hier waren immer viele Insekten unterwegs. Hier an dem Spot, glaube ich. Hier hinten. Ich erinnere mich auch so langsam wieder. So langsam kommen meine Erinnerungsfetzen auch zurück, so ein bisschen. Wie das jetzt einfach alles anders aussieht hier, ey. Und alles ist voller Schlangen. Hier so. Hier waren immer viele. Aber hier sind irgendwie keine, ey. Sag mal, kann das sein, dass die Mega-Neuras irgendwie gar nicht mehr so häufig unterwegs sind? Gar nicht mehr so häufig spawnen? Bienen. Ach ja, stimmt. Bienen gab es ja auch. Die haben wir auch noch gar nicht gesehen irgendwie. Aber ich schätze mal, die sind auch eher im Redwood, oder? Waren die nicht im Redwood? Ich glaube, die waren im Redwood. Die Bienen waren im Redwood, meine ich. Oh, da sieht man ja gar nichts, Alter. Da sieht man ja gar nichts. Heilige Scheiße. Ah, was? Was? Pass auf, jetzt steige ich wieder ab und dann ist er wieder weg, der Drop. Für einen grünen Drop hier zu landen, ist aber auch schon echt abenteuerlich, ey. Da ist wahrscheinlich eh nichts Spannendes drin. Was ist da? Das ist ein Dimorphodon. Okay, warte. Mal ganz kurz mal. Nimm alles. Da war aber nur Stuss drin jetzt, glaube ich. Da war nur Blödsinn drin. Der war der umgestürzte Baum. Stimmt, ich erinnere mich. Was waren da jetzt drin? Da war kein Chitin jetzt drin, oder? Nee. Haufenweise Fressalien. Ah, aber immerhin ein besseres Bruststück. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht tatsächlich. Okay, war doch nicht so sinnlos. Ich nehme alles zurück. War doch nicht sinnlos. War gut. War okay. Gemüse für Gemüsekuchen. Erstmal müssen wir das Gemüse ja anpflanzen, bevor wir irgendeinen Kuchen machen können, ne? Der Kuchen zähmt die Schnecke und macht Zement. Ja, da müssen wir erstmal die Samen für den Kuchen. Ich habe, glaube ich, immer noch keine Karottensamen tatsächlich. Ich habe Kartoffelsamen bisher, glaube ich, nur bekommen. Und keine Karottensamen. Dann müssen wir mal, sobald wir Karottensamen haben, müssen wir die mal einpflanzen direkt, ja. Damit wir. Also müssen wir erstmal ein Beet auch machen und so. Das ist alles nicht so einfach. Sag ja, alles kompliziert hier. Yo, 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 yo. Ich hab da ständig welche hinten dran gebammelt gehabt. Was ist das gewesen? Wer hat da den Baum umgefällt? Wer war das? Niemand. Oh, was ist das? Ein Bär! Der Bär hat den Baum umgefällt? Never ever. Warte mal, die sehen anders aus jetzt, glaube ich. Hallo, Bär. Der erste Bär in Ascended, meine lieben Freunde. Ja, die sehen anders aus. Die Schnauze sieht anders aus. Würde ich jetzt mal sagen, oder? So ein bisschen. Bär. Was hast denn du für ein Level? Habe ich mein Fernglas dabei? Guten Tag. Der Bär ist aggressiv. Aggro-Bär. Ah, weil er gibt schon direkt auf. War das bei denen nicht auch einfach nur legen und Fleisch reinstecken? Deine Familie, ja? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was hat denn der für ein Level? Level 13. Oh, der ist sogar gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja. Aber der despawnt ja nicht, oder? Der despawnt ja nicht. Wir fliegen mal zurück. Wir machen mal die Tour weiter. Ich darf mich jetzt nicht ablenken lassen von Bären. Ich möchte meine Perlen bekommen eigentlich. Ach Quatsch, was erzähle ich denn? Ihr wisst, was ich will. Chitin und hast du nicht gesehen. Wisst ihr, was ich auch noch gar nicht gesehen habe? Skorpione. Skorpione habe ich noch gar nicht gesehen. Und Tausendfüßler auch nicht. Aber wir sind auch nicht so wahnsinnig oft im Sumpf jetzt gewesen. Den Sumpf habe ich ja immer so ein bisschen gemieden bis jetzt. Die Sonne geht gleich auch schon wieder unter. Ich meine, man könnte jetzt auch vielleicht einfach mal auf meiner Insel ein paar Ankylos töten. Da würden wir Keratin kriegen. Das wäre jetzt vielleicht noch eine Alternative. Wir können ja beides benutzen. Wir können Chitin und Keratin benutzen. Und Ankylos gibt es auf meiner Insel ja eigentlich zuhauf. Und die spawnen ja da auch relativ schnell nach. Ich glaube, das ist die schnellere Variante, bevor wir uns jetzt hier Evolve suchen. Ark Survival Evolve. Kommt nämlich daher der Name, dass man sich immer Evolve sucht.
Die Sonnenstrahlen durch die Bäume plus den Nebel sieht einfach mega aus. Jawohl. Auch die volumetrischen Wolken, ne? Die machen ja auch teilweise diese Strahlen. Das ist schon ziemlich geil. Ja, das haben sie schon gut gemacht mit der Grafik, ja, kann man nicht anders sagen mit dem Update. Das heißt Update mit dem Remake. Geh doch in eine Höhle. Ja, mit dem Equip, was ich habe? Du willst nur, dass ich sterbe. Solche Aussagen wie geh doch in eine Höhle. Ja. Da weiß ich genau, dass die Intention die ist, dass man mich sterben sehen will eigentlich. Stürzt das Spiel noch ab, beziehungsweise crasht noch oft? Ab und zu schon, ja. Ich hatte gestern einen Crash gehabt. Ich muss auch gleich aufs Klo und die Aufnahme beenden. Da bin ich mal gespannt, ob es dann wieder. Ah, warte, hier ist noch ein violetter Drop. Da bin ich mal gespannt, ob es dann mir nochmal den Stream dann wieder beendet. Oh, das ist ein. Warte mal, hier war, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie ein Alpha-Kano oder so. Ist da noch. Wenn da ein Fiomia rumläuft, wird es, glaube ich, kein Problem sein, oder? Lande mal. Oh, Chitin! Oh, jawohl! 80 Chitin! Geil, geil! Jawohl, jawohl! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es bekommen! Nice! Nice, nice, nice! Gleich mal speichern! Jawohl! Und wir haben es! Das Chitin! Siehst du, ich sag ja, die Drops, meine lieben Freunde, die Drops. Wenn man sich denn mal traut, auch zu landen, um das mal auch zu machen. Dann ist das schon eine geile Sache, meine lieben Freunde. Und der Sattel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf den Sattel geachtet. Bären gab es doch nur im Redwood. Ja, manchmal können die Tiere auch so ein bisschen am Rand von den Biomen spawnen, wo sie eigentlich auftauchen. Und dann ist das durchaus auch mal so, dass da auch mal ein Bär durch den Wald laufen kann außerhalb des Redwood, weil der da halt einfach. Weil er halt einfach gespawnt ist. Weil er halt einfach da am Rand des Bioms gespawnt ist. Weil das ein bisschen dann noch so da reingeht, die Spawnzone so ein bisschen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Ark Survival Ascended. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Ark Survival Ascended, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele im Epic Store kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.